mein verräterischer willkommen. Freund. Hi. Naja, ich will etwas Ordentliches zu essen. Wir haben gerade die Arena beendet in Squaw City. Und dann geht's weiter zum Turm. Aber erstmal sind wir beim Essen. In so ist Hotel. Es. Mahlzeit. Kekse essen. Ja, ja. Mark Coxie, Challenger Mark Coxie, einen Augenblick bitte. Eigentlich nicht. Ich muss dir unbedingt ein paar Fragen stellen. In Ordnung. Großartig. Wie jeder weiß, hat Delian, der Champ der Galar-Region, dir und Hop eine Empfehlung für die Arena-Challenge geschrieben. Wie fühlst du dich jetzt nach deinem Sieg überhaupt, den man gut und gerne als deinen Rivalen bezeichnen kann? Beschissen. Ich kann es noch nicht ganz glauben. Das war nichts als Glück. Ich freue mich riesig darüber. Ich glaube, wir nehmen das da. Kannst du auch nicht ganz glauben. Verstehe. Und du hast etwas, was du Hop gerne sagen möchtest? Fick dich. alles gut. Er war ein starker Gegner. Er wird immer mein Rivale sein. Wir bedanken uns bei ihm, dass er uns jetzt aus dem Weg geht. Da deine letzten vier Worte nicht dran stehen, nehmen wir das letzte. Ja, aber wieso soll er jetzt unser Rivale sein? Das ist irgendwie kontextlos. Ja, weil wir ihn hassen. Aber tun wir ja eigentlich nicht. Zusammen. Das ist ja eigentlich unser Freund. Ich hasse ihn. Er wird immer mein Rivale sein. Okay. Aha, verstehe. Du siehst ihn also auch als deinen Rivalen. Ganz unter uns, denkst du, du hast eine Chance, den Titel zu gewinnen? Eher nicht. Schwer zu sagen, das fragen sie noch nicht. War schwer zu sagen, oder? Schwer zu sagen. Jetzt reicht's aber langsam. Was sollen diese ganzen unverschämten Fragen? Mark Coxie ist total groggy. Außerdem sind wir mit meinem Bruder Delian verabredet. Bitte lassen Sie uns in Ruhe. Aber natürlich, kein Problem. Mach du. Wir hoffen schwer, dass die Pokémon-Liga bald einen neuen Star bekommt. Viel Erfolg noch. Ja, tschüss. Klack, klack, klack. Puh, als Promi hat man es echt nicht leicht, was? Wo bleibt mein Bruder eigentlich? Ich habe einen Mordshunger. Gute Frage, was nehmen wir nachher zum Essen? Was essbar aus? Einige Stunden später, wo steckt Delian bloß? So spät ist er sonst nie. Ach, der hat sich wieder verlaufen, der. Er hat mich noch nie hängen lassen und hält sich immer an jedes Versprechen. Champ ist er auch nur geworden, weil er es mir ganz fest versprochen hatte. Pünktlich zu einer Verabredung zu kommen, sollte da hingegen doch ein Kinderspiel sein. Tja, der hat sich wieder verlaufen. Was macht denn der hier? Musst du so einen Lärm machen, Alter? Die ganze Energie hättest du mal in den Kampf stecken sollen, da wäre sie nützlicher gewesen. Hä? Erzähl mir was Neues, ich mach mir wirklich Sorgen um Delian, klar? Außerdem muss ich mir von jemand wie dir keine Moralpredigt anhören. Wie soll ich dich in dem Outfit jemals... Wie soll dich jemand ernst nehmen? Wow, wenn du immer nur aufs Äußere achtest, wundert's mich nicht, dass du verloren hast. Und was den Champ angeht, der ist zum Rose Tower gegangen. Zum Rose Tower? Wieso das denn? Wieso das denn? Keine Ahnung warum, ich habe ihn nur zufällig an der Monorail-Haltestelle getroffen. Ich soll euch ausrichten, dass er sich etwas verspätet, weil er irgendwas im Rose Tower erledigen muss. Im Rose Tower? Ausgerechnet jetzt? Was will er da bloß? Die Welt retten! Na sag mal, Ness, könntest du uns vielleicht den Weg zum Rose Tower zeigen? Mark Coxie und ich haben leider keinen blassen Schimmer, wie man da hinkommt. Humph, du bist genau wie dein Bruder. Reicht man euch den kleinen Finger, wollt ihr gleich die ganze Hand. Aber ich will mal nicht so sein. Schließlich will ich ja nicht, dass sich wegen euch noch der Start des Finalturniers verzögert. Und meine Stimme stirbt langsam. Außerdem seid ihr mir nicht total unsympathisch, immerhin habt ihr es geschafft, mich zu besiegen. Am besten trommel ich zur Verstärkung auch gleich Team Yell zusammen. Oh Gott! Statten wir dem Rose Tower gemeinsam einen kleinen Besuch ab. Das ist doch nicht dein fucking Ernst. Du bist der größte Ness, vielen Dank. Jetzt wird rangeklotzt und zwar so richtig. Schön. Achso, wir. Ja, wir sind nicht dabei. Die gehen zum Rose Tower. Wir müssen. Kriegen jetzt wahrscheinlich nochmal die Chance, ein bisschen Zeugs zu machen, wenn man will. Keine Ahnung, wohl eher nicht, weil die da draußen vor der Türe stehen. Ist das so? Ja. Er zumindest. Ja, nee. Na, quatsch mal an, was er sagt. Wahrscheinlich nimmt er uns jetzt mit. Ah, okay. Hop war irgendwo verschwunden.
Was ist denn jetzt schon wieder los? Also, bist du. Ach, die spricht. Ich bin immer noch fix und fertig von meinem Kampf gegen Mark Coxie. Team Yell ist jetzt der offizielle Fanclub von Mark Coxie. Mary. Und wir brauchen auch deine Hilfe. Der freut sich. Jetzt bin ich dran. Oh, ich bin zutiefst gerührt von eurer Familienbande. Aber euch hat niemand um Hilfe gebeten. Olivia. Liga-Präsident Rose befindet sich gerade mitten in einem wichtigen Meeting mit dem Champ. Die zwei dürfen auf keinen Fall gestört werden. Der macht doch krumme Dinge. Unbefugten ist der Zutritt zum Rose Tower ohnehin verwehrt. Um ihn mit der Monorail zu erreichen, wird ein spezieller Schlüssel benötigt. Oh nee. So wird gewährleistet, dass der Liga-Präsident sich nicht mit ungeladenen Gästen abplagen muss, solange er sich im Rose Tower aufhält. Nee. Ich werde den Schlüssel einem von mir gewählten Mitglied des Liga-Personals anvertrauen. Euch ist sicherlich nicht entgangen, dass der Liga-Präsident solche Spielchen mag. Woran ihr erkennt, welches Mitglied der Liga-Personal... Was? Welches Mitglied des Liga-Personals den Schlüssel hat. Ja, danke. Weiter. So. Tja, das müsst ihr schon selber herausfinden. Du bist der. Ich bin der Meister der Tarnung. Versucht nur, mich zu finden. Müssen wir jetzt suchen, oder was? Na toll, und was jetzt? Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Aber hey, das wird uns nicht aufhalten. Team Yell hilft bei der Suche. Wir sind immerhin der offizielle Fanclub von Mark Coxie. Ah ja. Perfekt, ich suche die Gegend vorne im Stadion ab. Okay, wie sieht's aus? Gehen wir erstmal zusammen zum Bahnhofsplatz. Ja. Super, solange alle mithelfen, schaffen wir es mit links den Rose Tower zu erreichen. Junge. Was jetzt irgendwie... Okay, lass uns diesen bösen Angestellten der Pokémon-Liga möglichst schnell finden. Der Typ hatte eine abgefahrene Sonnenbrille auf und wenn ich mich nicht täusche... Ist die Konversation beendet. Ist das genau der da? Endlich hat der Champ Cup begonnen. Manchmal haben wir so viel zu tun, dass ich am liebsten blau machen würde. Okay. Der sieht genauso aus. Aber wir haben... Ja. Das ist doch lachhaft. Team Yell hilft uns beide. Ja gut, jetzt bewegt er seinen Arsch. Ich will zum Rose Tower, aber die Monorail bewegt sich kein Stück. Wahrscheinlich ist er im Park, würde ich jetzt mal sagen. Die haben die ganze Stadt damit vollgebaut. Ein bisschen neugierig bin ich ja schon. Ja, hey. Übel wäre es, wenn wir jetzt nochmal die Häuser durchklappern müssen. Das ist ja richtig übel. Aber es geht nur um diesen Vorplatz, oder? So wie mir scheint. Aber da oben sieht man die Rail mal fahren. Ah ja. Sieht nett aus, ne? Hat sich leider bei uns nicht durchgesetzt, das Konzept. Monorail. Verstecken spielen in der großen Stadt. Ah, hallo. Bist du's vielleicht? Unter den Liga-Angestellten gibt es ein paar, die einen Olivia-Fanclub gründen wollen. Okay. What the fuck? Ja, so toll ist die aber nicht, aber hey. Du hast doch gelesen. Du hast doch gehört, wie ich die gelesen habe. Völlig eingebildet. Das ist sie ja auch. Was? Was hat er gerade gesagt? Kuchen oder was? Okay. Hey du, Rico, Marco. Ja, die helfen alle bei der Suche. Mit mir zu reden würde wohl kaum dabei helfen, den Bösen aufzuspüren, oder? Der Böse. Na los, schnapp ihn dir. Wir sind politisch. Egal. Er ist ja böse, weil er seiner Pflicht nachkommt. Ja, ja. Aber wo ist er denn? Wie wär's mit dem da, der zur Wand steht? Hey, Mark Coxie, der Typ da ist super verdächtig, aber will mir einfach nichts in sein Gesicht zeigen. Sag dann doch kämpfen mal, wir mit ihm. Was um ihn aufzuschrecken, dann dreht er sich bestimmt um.
Ich habe den Schlüssel gefunden. Da ist Olivia. Olivia, denke ich. Ich hätte es zwei gesagt. Gamer One Schule sagt tschüss. Dann tschüss. Bis bald. Da ist Olivia. Okay. Na, was? Mist, ich habe mich umgedreht und jetzt bin ich auch noch umzingelt. Na schön, dann wird eben gekämpft. Mein Gott, die wissen immer noch nicht, mit wem sie sich anlegen. Makro Kosmos. Ah, das ist der Mann. Bekannt von. Vom Namen, ja. Ein Arschloch. Gott sei Dank heißt er nicht Marco. Sondern nur Makros. Alter. Junge, da bringt der Tengulist ja überhaupt gar nichts gegen Nazi. Aber eine Attacke bringt. Die anderen machen halt gar nichts, aber die hat geklatscht. Das habe ich gedacht, da klatscht gar nichts. Und habe ich jetzt gedacht, was labert der? Der hat doch super funktioniert. Die eine Attacke ausgewählt, die an. Oh, Fermicula. Guck mal an. Haben wir auch noch nicht gesehen. Wir feuern dich an. Ich brauche doch keine Anfeuerer. Danke. Ah doch, klar. Hatte ich auch mal in meinem Team, kurzzeitig. Lass uns ein Spiel spielen. Ist, glaube ich, ein bisschen besser. Oh ja, tu it. Kreuzschere. Die ist übel. Holy! Sag ich doch. Das kann hier nicht so. Monte Carlo. Brandstempel. Das hat es nicht gebracht, aber das da nicht. Bringen. Tja. Oh, ja. Oh, Schrei abgerankt. Das ist top. Aber wir sollten ihn vielleicht nicht auf Platz 1 setzen. Hättest du mich nicht so fies ausgetrickst, hätte ich mich niemals umgedreht. Du gewinnst Geld. Mhm. Du gewinnst im Lotto. Ich hab's. Ich versteck mich einfach, dann kommt niemand an den Schlüssel. Hey, jetzt müssen wir nochmal suchen, oder was? Scheint so. Boah, hatte der ein Tempo drauf, wo der sich jetzt bloß versteckt hält. Okay, ich ändere den Titel um auf Lass uns zwei Spiele spielen, zweimal das gleiche. Heilige Steht Maria. Steht der jetzt irgendwo anders mit dem Kopf zur Wand? Vielleicht ist er jetzt im Park. Das ist er nicht. Das ist trotzdem nicht unmöglich. Was ist eigentlich da drin? Da waren wir noch gar nicht, oder wie? Nö. Nö, da waren wir noch gar nicht. Bahnhof. Ja, aber diese kennen wir noch nicht. Dank der Monorail und der Flugtaxis kann man sich aber zum Glück einwandfrei zurechtfinden. Aha. Hallo. Ah, Ticketshop. Manche Pokémon lieben die Gleise und sorgen bisweilen für unterhaltsamen Ärger. Aha. Ich kann kein Fahrrad im Bahnhof auspacken. Langweilig. Hallo. Oh Mann, muss also die Monorail nehmen, wenn man den Rose Tower erreichen will. Ist das so? Zick. Zack. Okay. Getränkeautomat, wir ballern uns eine Limonade. Dum-ba-ra-ba-ba-bam. Okay. Tür. Nein. Die nicht betretbar ist. Im Stadion bin ich so auf die Kämpfe fixiert, dass ich einfach nichts essen kann. Deshalb futtere ich jetzt schon mal was. Hallo, es kommen so viele Touristen nach Scorch City, da ist es wichtig, dass ich für jeden etwas Geschmack habe. Tja. Hm. Okay. Das war's noch auch schon. Hier, das Fahrrad auspacken. Ah ja, hier führt die Monorail auch direkt rein. Das erinnert mich irgendwie an, wie heißt's hier? Sonic. Okay. Die Monorail hält immer zu ihre Kreise in Scorch City. Einfach toll. Großartig. Nein. Tja, wo ist dieser Lackaffe? Ich will eine Rundreise durch die ganze Galar-Region machen. Was gibt's da Besseres, als ins Riesenrad zu steigen? Hey. Ein Riesenrad. Puh, ich hab's doch nicht so mit Höhen. Dann hast du Höhenangst. Und ich bin dein Doktor. Yes. Dein Doktor. Aber so, ich habe gerade eine Diagnose gestellt. Höhenangst. Aha. Also hier sind wir wieder nicht.
Und so wie ich das verstanden habe, scheint er auch sich immer nur auf diesem Bahnhofsvorplatz da zu bewegen. Okay, also gut, in dem Fall. Das ist so, er hat sich als Simiel verkleidet. Das ist wieder dasselbe, safe. Ja. Aber kann ja auch sein, dass der mit einem der anderen getauscht hat. Kann sein, stimmt. Eben. Hallo. Wie hast du mich gefunden? Warum bist du so scheiße im Tarn? Sag bloß, du hast auf gut Glück einfach jeden angequatscht. Egal, jetzt wird gekämpft. Und nochmal, der will einfach nochmal ein paar auf die Fresse haben. Flunkiefer. Oh, der hat sein Team gewechselt. Oder. Das Ding ist, unsere sind ja immer noch damaged. Ah ja, sehr effektiv hier. Easy. Was ist das für ein schönes Tier? Was war das für ein schönes Tier? Kein Tier mehr. Annihilated. Stalabor. Du schaffst das. Geh los, Makoxi. Yay. Oh ja, Doppelklick. Ja, mittelmäßig effektiv. Wunderbar, Metallklaue erwischt er uns jetzt. Ach ja, pff, 10 Schaden. Pff. Nichts, und das heilen wir wieder zurück, die 10 Schaden. Ja, haben wir gemacht. Sehr gut. Ja, nochmal doppelklicken. das ist sehr effektiv, ja, hätte ich mir so gedacht. Joa, Level 57 wird besser. Dabei habe ich extra beim Weglaufen meine Pokémon ausgewechselt, aber es waren nicht so viele. Als ob wir die ernannten Pokémon identifiziert haben. Tja, mich zwischen den Leuten zu verstecken war wohl nicht gut genug, aber jetzt werde ich mir richtig Mühe geben, du findest mich nie. Oh, lass uns 3 Spiele spielen. In der Telefonzelle. Oh, Mann. Ich wollte schon beim zweiten Mal sagen. Glückwunsch, du hast die Nadel im Heuhaufen gefunden. Pass auf, dass du dich nicht piekst. Castador. Alter. Wenn er 6 Pokémon bei sich trägt und sich 6-mal versteckt, dann sind wir aber angeschissen, du. Ja, Lohe, Dingsbus. Das sah richtig fett aus, ne? Wenn man das nur nicht aussetzen müsste nach dieser Attacke. Ja. Mal gucken, was jetzt kommt. Oh, okay. Wir müssen erstmal aussetzen. Ja, wir glauben an dich, setz dich durch. Ja. Du bist die Beste. Wir machen den Junge platt. Wir machen den kaputt. Slam. Oh, das zieht jetzt nicht so. Hm. Ja, Slam ist eigentlich relativ harmlos. Es sei denn, du bist anfällig für Slam, dann natürlich nicht, aber. No shit, Sherlock. Das ist alles sehr effektiv. Das ist doch sehr schön, oder? Hm. Easy. Feder. Easy ist er weg. Danke, der Daumen. Verstecken ist sinnlos, kämpfen ist sinnlos. Da kann man nur noch wegrennen. Jetzt rennt er wieder weg. Es ist vorbei, es gibt keinen Ausweg mehr für mich. Ha, denkst du? Ich habe keine Lust mehr, eine Standpauke von Olivia anzuhören. Aufgeben ist keine Option. Mal sehen, wie du mich schlappen willst, wenn ich ganz clever in die Monorail hüpfe. Leck mir am Arsch, jetzt müssen wir auf der ganzen Karte sagen Schluss. Nee, Monorail. Bringt Hop her, Leute, wir müssen den Bahnhof belagern, damit der Typ uns nicht entwischt. Nein, wir müssen einfach an den anderen 4 Punkten, wo innerhalb der Stadt die Monorail endet, gucken. Nein, aber weißt du, zum Schluss sagt er, ich hüpfe jetzt mal in die Deutsche Bahn und fahr mal nach, keine Ahnung wohin. Den Anfang, also wäre gut. Warum müssen wir gegen die auch kämpfen, oder was? Das ist der Rechte, jetzt gedacht. Lass uns gegen alle kämpfen. Anscheinend, werden wir. Und wenn nicht, dann doch.
Was? Also. Wenn nicht, dann doch. Jetzt sitzt er endgültig in der Falle. Gute Arbeit, Markoxi. Ich würde sagen, wir mal. Wir machen weiter. Wir machen weiter. Das muss gefeiert werden, am besten mit einem Song, damit ordentlich Stimmung aufkommt. Ein ganz simpler Sänger, so wie ich, singt für sich simple Lieder und mehr nicht. Hätte sich das reimen sollen. Meine Lieder wurden nicht geschrieben, um euch Mut zu geben, ihr Lieben. Meine Lieder wird es... Was? Meinen Liedern wird es nicht gelingen, euch Freude oder Glück zu bringen. Und doch singe ich sie immer wieder, meine schönen, simplen Lieder. Boah, Ness. Ness, ja Mann. Hey, ist das nicht Ness? Gibt es ja etwa gerade ein Straßenkonzert? Du meinst wohl eher ein Bahnhofskonzert. Egal, komm, lass uns näher rangehen. Ah, Smartphone drauf und rauf halten, ne? Mhm. Wieder am Arsch, ich ahne nichts Gutes. Die freuen sich. Ness, wir haben den Schlüssel. Jetzt können wir mit der Monorail zum Rose Tower fahren. Wir haben den Schlüssel? Hab ich mich gerade auch gefragt. Auf jeden Fall gibt's jetzt ihr Konzert. Mark, Coxy, hopp, na los, was macht schon, das ist eure Chance, macht was draus. Ja, tschüss. Gut, wir machen... Einen Cut? Keinen Cut. Nach dieser Animation. Richtig. Da ist der Tower. Die Farben sind hübsch. Mhm. Da wären wir, der Rose Tower, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wo ist die Maus schon wieder? Jedes Mal dasselbe Spiel. Tschüss.